Die Rückkehr der Eisen. Jetzt sind sie in unserem Reich. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, wir haben gerade keine Chance. Irgendwie sind ungefähr 50 Eisen hier herum um das Tor. Und heute Morgen habe ich schon mal einen Angriff von Eisen. Da waren wir drei Leute und die Eisen waren zu 50st. Wie können wir das schaffen? Dann wurde ich beleidigt von ein paar Beschis. Ich würde zu weit weglaufen. Natürlich gehe ich weg, laufe ich weg. Ich würde doch ja nicht sterben. Und würde zu sehr nach vorne gehen oder zu sehr die Gegner jagen. Alles Mögliche. Es war nie richtig, was ich gemacht habe. Dabei war ich der Einzige, der zwei Leute gekillt hat. Und es gab drei Barbaren noch und irgendwie fünf Paladine und zwei Zauber, also Beschwörer. Das ist, ja. Oh, sie können stunnen. Schau mal, wie gut die sind. Die können nur stunnen. Ah, tötet doch den. Oh. Ja, genau. Gaumon stirbt. Ah, Gaumon. Ja, ich kann halt nicht da vorne. Wo sind die Paladine? Wir haben gar keine Paladine. Ja, sicher nicht. Jetzt gehe ich sicher nicht nach vorne, wenn alle kommen. Ja, toll. Jetzt bin ich ja noch schwindlig. Es läuft gar nichts. Ja, ich gehe weg. Ich habe keinen Bock. Ja, ich habe keinen Bock. Ich laufe weg. Nein, ich habe keinen Bock. Ich wollte es jetzt einfach zeigen, dass die Eisen momentan die Starken sind. Und ja, ich will jetzt nicht sterben. Also ich bin heute noch nicht gestorben, aber fast. Und seither bin ich ein bisschen faul. Bisschen ängstlich. So, wir gehen hier aus dem Tor raus und leveln weiter. Ich kann nichts machen mit Level 50. Wenn ich nach vorne gehe, bin ich sofort tot, wenn mehr als zwei angreifen. Gegen einen hätte ich nur eine Chance. Also gegen Barbaren habe ich nie Chance, aber gegen einen Paladin, also gegen einen Ritter, heißen sie ja hier, oder gegen einen Hexer oder Schützen hätte ich noch eine Chance. Auch wenn sie Level 60 sind, aber gegen einen Beschi Level 60 oder Level 50, ab Level 50 hätte ich keine Chance. Weil ich bin mit Level 50 Barbar auch noch schwach, weil ich echt schlechte Items habe. Ich habe ja eigentlich nur diesen Hammer. Also der weiße, der ist sowieso schlecht. Aber diesen Hammer habe ich nur. Und alles andere ist weiß. Deshalb bin ich eher schlecht. Und ja, Barbaren die beste Klasse ist. Das ist klar. Also ja, Overpower ist die Klasse. Aber wegen den Stunts sind die Barbaren alleine auch machtlos, oder? Der größte Hodenkobold von Alsius. Artus die feige Sau. Artus die feige Sau. Nein. Ich kenne Artus nicht, aber ja. Man, ja, wenn man halt keine Chance hat, dann kann man ja fliehen. Also ich bin nicht für, also gegen ihn. Wenn er abhauen will, wenn er abhauen tut, dann soll er. Aber, ja, wie gesagt, ich bin ja ein neutraler Spieler und nicht einer, der plötzlich mobbt, weil einer abhaut. Ich mobbe sowieso fast nie und ich finde es auch gut so, weil ich werde zwar gemobbt, aber ich mobbe nie zurück und das mögen die meisten wahrscheinlich nicht. Da mobben sie weiter und so. Und so richtige Konter setze ich manchmal ein. So wie zum Beispiel, ja, hast du Probleme wieder, dass du nur mobben musst und so. Und dann kommt plötzlich keine Gegenreaktion mehr. Immer wenn ich so einen guten Spruch rausbringe, sind sie still danach. Ich muss nicht sagen, ja, bitte hör jetzt auf, es ist genug oder so. Ich muss einfach einen guten Spruch, schreiben und
Schon habe ich Frieden, oder? Weil die haben es dann wirklich im Gehirn, also denen hat es so ins Gehirn geschlagen, dass sie sprachlos sind. So, also die Sachen habe ich gefunden, plus die Greifenhosen. Und sonst ist nichts gedroppt. Jetzt bin ich ungefähr in der Hälfte. Bald Level 51, hoffentlich morgen vielleicht. Ja, wenn ich so plane, dass ich ungefähr in einem Tag ein halbes Level machen kann, bin ich in einem Tag dann Level 51 und in 3 oder 4 Tagen dann Level 52. Geht genug schnell, aber fürs Let's Play ist es halt momentan nicht so spannend. Aber ja, Regnum ist halt nicht so ein Spiel zum Let's Playen. Also erst dann mit Level 60 fängt es richtig an. Und wenn die Community auch mitmacht. Also wenn ihr mitmachen wollt, ihr dürft immer mitmachen. Einfach anschreiben und dabei sein. Einfach Zeit mitbringen. Und dann geht alles gut. Also dieses Projekt wird wirklich endlos sein. Solange ihr Bock habt, auch zeigt, dass ihr Bock habt. Dankeschön für die Liker und für die Abonnenten, die durch Regnum kommen. Vielen, vielen Dank. Ja, wie gesagt, wenn ihr spannender haben wollt, dann dürft ihr gerne auch beitragen. Ich kann wirklich viel erzählen. Ich kann für Spannung sorgen, aber wenn das Spiel selber keine Spannung bringt oder vielleicht ausgelutscht wird oder sonst irgendwas, dann ist klar, ja, wenn es unter 10 Aufrufe gibt pro Video, dann werde ich aufhören. Aber momentan habe ich ungefähr 40 oder 50 Aufrufe, weil ich ja die 2-wöchige Pause gemacht habe. Damals hatte ich über 100 Aufrufe, das kommt jetzt sicher auch bald bei dem nächsten Video dann an, wenn die Leute merken, dass ich wieder begonnen habe, die Ferien vorüber sind. Ja, und oh, der macht viel Schaden. Ich hätte gedacht, den könnte ich noch besiegen, aber es ist ein Gelber gewesen. Schade. Wegen dem Reden, ich bin schuld. Tut mir leid, ich bin schuld, ich habe mich umgebracht. Oh, schlimm. Andere Leute fluchen und sind gleich beleidigt oder gehen sofort auf, wenn sie sterben. Durch Spiele oder durch Monster oder so. Aber so bin ich nicht. Ich bin in Regnum sicher schon 120 Mal gestorben. Also 100 Auszeichnungen habe ich schon, also ungefähr 120 Mal gestorben. Durch Spiele vor allem. Die haben eben Level 60 sind und voll equipped mit Boss-Schmuck sind und so. Und mich hat es noch nie angeschissen. Also ja, wenn ich unterlegen bin, dann gehe ich einfach diesen Mob-Pool aus dem Weg, also diesen Spielen. Und gehe nicht sinnlos dort drin und lass mich sterben die ganze Zeit. Und wenn ich Lust habe, dann gehe ich wieder dorthin und sterbe dann halt auch mal wieder oder so. Aber vor allem jetzt in Samal war vorher und jetzt an der Mauer gibt es Sachen, denen gehe ich aus dem Weg und warte, bis die wieder ein bisschen weg sind. Und dann können wir ja wieder Festungen einnehmen, also Forts. Sind da viele Eisen? Ja, das sind viele. Wie viel waren ungefähr? 20 Stück sicher. So, wir gehen oben auch ans Orklager, leveln jetzt. Aber dort sind immer zu wenig Mobs, die zu wenig schnell kommen, die Captains. Dann gehe ich immer wieder runter hier und dann gehe ich wieder hoch, dann gehe ich wieder runter und so weiter. Ja. Aber eben, jetzt sind die Eisen natürlich überlegen und ich habe nichts mit Reichskämpfen, also Mauerverteidigung ist für ein Level 50er sowieso unmöglich. Da mache ich jetzt das nicht, aber später mit Level 60 werde ich natürlich immer helfen, so bald wie möglich und so oft wie möglich. Und aber eben, ich muss halt auch ein bisschen überlegen werden. Wenn ich Level 60 bin, bin ich immer noch nicht genug stark, um diese Obersucht dies zu besiegen. Aber wenn ich dann auch eine Community habe, die mir Gegenstände ausleiht oder schenkt oder wenn ich einen Clan habe, wo ich sagen kann, ja bitte kommt mal dann und dann und ich bräuchte Hilfe oder so,
dann wird es auch viel leichter sein. Aber momentan ist es halt einfach so, dass ich nicht oft zeigen kann, wenn es halt überlegen sind oder so. Weil sonst bin ich tot und dann ist schwarz-weiß und dann kann ich nicht Video aufnehmen, oder? Und auf eine Beshi warten will ich auch nicht, weil die Beshis sind momentan sehr passiv, fast inaktiv. Also die würden niemals irgendwie einen mit in der Schlacht probieren zu wieder zu erwecken. Weil sie eben Angsthasen sind, die Beshis sind extreme Angsthasen, die haben einen Buff, die haben sogar zwei Buffs, wo sie unbesiegbar sind für kurze Zeit, aber können niemals einen retten. Das würde Match entscheidend sein, das würde wirklich Schlacht entscheidend sein. Und aber die Beshis sind wirklich manchmal recht faul. Und deshalb habe ich einfach gedacht, wenn es mir langweilig wird oder euch langweilig wird, mache ich den Beshi weiter. Aber dann level ich wahrscheinlich mit anderen Leuten zusammen und die gibt es momentan halt nicht. Also wenn jemand mit mir leveln will, hat auch Level 30 erst ist oder so. Der Beshi ist glaube ich Level 31 und der Jäger ist Level 17 oder 18. Also wenn ihr so um diese Dinge habt, dann könnte ich die mit euch dann weitermachen. Oder mit dem Barbar Level 50, wenn ihr ungefähr Level 50 seid. Könnte auch 54 sein. Vor allem einfach, ja, würde ich gerne mal mit jemand anderes Level und aufnehmen, oder? Das war letztes Mal, war das glaube ich mit Level 36. Mit einem Beshi zusammen habe ich da aufgenommen. Und seitdem ist leider nicht mehr so viel Ding. Also eben die Spiele sind in Regelung langsam so richtig passiv und depressiv. Und ich bin halt auch einer, nicht den andere fragt. Also ich frage nur selten, also wenn ich es wirklich brauche. Und handeln tue ich eben auch nicht, darum sind auch andere Spiele viel schneller, weil sie die Sachen ja auch handeln können. Aber ich möchte so wenig wie möglich eigentlich mit Handel zu tun haben, eben mit Beschenken. Ich kann auch Gegenstände verschenken, also diesen Stab hier. Oder die zweihändige Ignis-Axt kann ich verschenken, kein Problem. Oder ausleihen. Und ihr dürft mir Sachen schenken und ausleihen. Und so können wir eigentlich uns gegenseitig helfen. Aber handeln werde ich nicht. Also ja, vielleicht tauschen, ja. Aber handeln so richtig im Shop, handeln oder auf dem im Forum werde ich nicht machen. Weil es eben einfach nur nervt. Es ist nervig, auch in anderen Spielen. Wenn die ganze Zeit irgendwas mit Shops steht oder so. Ja, braucht dringend das und das. Was mich gerade nervt, ist einer aus dem Forum von den Syrten. Der sagt immer, der schreibt die ganze Zeit ins Forum, ich brauche dringend das und das. Hey, der ist full equipped. Wieso braucht er dann immer bessere Equips? Der hat Luxus bis zum Ende der Welt. Also hören wir damit auf, wenn du mich hörst hier. Es ist wirklich extrem nervig. Also es ist ablehnend. Ich sag's jetzt mal so. Mit Leuten, die halt nerven, ist für mich wie eine Ablehnung. Ich lasse mich nicht nerven, aber für mich brauche ich mit denen nichts mehr zu tun haben, wenn sie mich nerven. Und das liegt einfach daran, dass ich eine Kämpfernatur bin natürlich. Mit dem Kickboxen, was ich mache. Und dem Fußball. Und solche Leute, die ignoriere ich einfach. Ich lasse mich wirklich nicht davon irgendwie aus der Ruhe bringen oder so. Es nervt mich einfach ein bisschen innerlich und ja. Es wäre schön, wenn man damit aufhört mit dem Shop-Gedanken die ganze Zeit. Das Spiel macht sowieso dann keinen Spaß mehr, also. Ja, das ist mal überlegen. Wow, hat er für mega viel Geld ausgegeben, für Farming, für XP Booster, für Farm Booster, also Magic Fan Booster, für alles mögliche. Also eben für Champions of Regnum sollte man eigentlich nicht so viel Geld ausgeben. So 10 bis 20 Euro pro Monat reicht doch vollkommen für einen täglichen Spieler. Also wieso geben manche ungefähr 100 Euro aus, das ist viel zu viel. Ich frage mich einfach, ob das sich noch lohnt, wenn die Server sowieso bald abgeschaltet werden.
Ich hoffe es einfach, dass Regnum, also das NGD Studio, sich zurückmeldet und irgendwas noch macht. Und wenn ihr Informationen darüber habt, würde ich gerne da, würde ich sie gerne dankend annehmen. Dann werde ich sie auch in Form, also hier im Video eher Bescheid sagen den anderen. Ja, einfach ankündigen und so weiter. Also wenn ihr mir helfen könnt, egal ob mit zusammen spielen, mir Items zu schenken oder wenn ihr Hilfe braucht, Items wollt oder so, ich kann für euch farmen, kein Problem. Und ja, momentan ist halt alles mit Leveln hier. Ich will so schnell wie möglich Level 60 werden, werde aber bis Level 55 sicher mal keinen Boost ausgeben. Später werde ich Geld ausgeben, aber eben nicht mehr als 50 Euro pro Monat, weil ich dann eine Kreditkarte habe, weil PaySafe Card, da bekommst du nie das, was du zahlst. Du bekommst nicht so viele Xymerin über, wie du ausgibst. Für 40 Euro bekommst du nicht 40 Xymerin oder 40.000 Xymerin. So. Und das ist eine Frechheit. Sie schreiben, für 40 Euro bekommt man 40.000 Xymerin. Aber man bekommt 25.000 Xymerin, weil es scheinbar nicht irgendwie klappt. Was klappt denn nicht? PaySafe Card ist etwas vom schnellsten, die schnellste Methode, Geld zu geben. Und dann haben sie so Probleme. Das ist richtig eine Frechheit. Das ist eine gewaltige Frechheit. Und das, Mail, da regnum@gamigo.de, das ist inaktiv, da antwortet dir niemand mehr. Wenn du ein großes Problem gehabt, ich habe ein Problem gehabt mit dem Desync, dass die Gegner immer wieder hinter mir geglitscht sind und dann von hinten angegriffen haben und so weiter. Und das habe ich dann geschrieben, die schreiben mich nicht zurück. Jetzt weiß ich nicht, ob das gefixt wurde durch mich, also dass ich ihnen gesagt habe, dass sie das gefixt haben, wahrscheinlich nicht. Aber dass viele andere Probleme auch hatten. Und es ihnen einfach reicht und darum sie nicht zurückschreiben. Wow, Ignis hat sich wieder zurück, hat das Tor wieder zurück erobert. Okay, Algarosfort sind sie wieder bei den Assyrten drüben. Oh, das ist ein Anführer. Ah, wir gehen wieder nach oben. So, komm, Sprint. Da drüben sind sie, ja. Der blöde Anführer ist jetzt hier dran, drin. Muss ich schauen, dass ich den nicht angreife, aus Versehen. Aber der sieht auch ganz anders aus. Der Häuptling ist das. Der ist eigentlich ja da oben immer. Komisch. Einmal war er auch da unten. Und, ja, dass die Gegner manchmal irgendwo den Wänden hochkraxeln, so finde ich auch eine Frechheit. Oder hier im Zelt drinnen backen. Wieso fixen sie das nicht, dass die Orks, also die Gegner auch nicht irgendwie den Wänden hoch kraxeln können? Wir können es ja auch nicht. Und wenn sie halt runterfallen, sterben sie halt. Aber die sterben nicht. Wenn sie irgendwo den Klippen herunterfallen, dann sterben sie nicht. Die kommen einfach wieder hoch, fertig. Es ist richtig unfair, also ja, das Spiel ist einfach mir ein bisschen zu unfair. Vor allem auch wegen den Stunts. Dass die Gegner 20 Stunts hintereinander auf mich rauf tun können. Das finde ich eine mega Frechheit. Man sollte wirklich nach dem ersten Stun eine 80%ige Chance haben auszuweichen. Und ab dem zweiten Stun 60% und dann immer weniger. Und am Schluss hat 0%. Aber dass man dann die ganze Zeit gestunt werden kann, das ist eine absolute Frechheit von den Entwicklern. Dass ihr das nicht versteht. Was seid ihr? Seid ihr so passiv, dass ihr innerhalb von diesen 8 Jahren, wo Regnum schon geht, oder 9 Jahren sind es jetzt wahrscheinlich, nichts Anständiges auf die Reihe bekommt? Ihr seid wirklich faule Leute. Wenn ihr wirklich nicht nach dem Veröffentlichung des Games weiterentwickeln wollt, dann macht kein MMORPG, sondern ein Singleplayer-Spiel. Aber ein MMORPG braucht eine richtige Betreuung.
Und das hat Regnum nicht. Regnum hat keine Betreuung. Die bringen manchmal Patches raus, damit sie Itemshop ein bisschen auftunen können. Mehr Items in den Itemshop reinschmeißen können, aber richtigen Content bringen sie nicht. Seit dem Champions of Regnum Update ist nichts mehr Anständiges rausgekommen. Und das war vor 4 Jahren. Also bitte. So, den schaffe ich jetzt nicht mehr. Schade. Also wieder ausruhen. Also eben, die Elder Scrolls Online schafft es, Updates rauszubringen, die ihr Konten haben. World of Warcraft natürlich, Guild Wars 2, aber alle anderen, vor allem die Free-to-Play MMORPGs, schaffen es nicht, Konten rauszubringen, dass man die Spieler motivieren kann. Es sind wirklich manchmal in den MMORPGs nur noch die Spieler da, die wirklich den Entwicklern helfen wollen. Aber Leute, die einfach reinkommen und schauen, die gehen sofort dann wieder weg. Und dadurch hat ein Spiel einfach keinen Erfolg und dann werden die Server abgeschaltet. Ein Game, ich weiß es jetzt nicht, wie es heißt, wurde jetzt trotz vielen Spielen einfach aufgegeben, weil die Entwickler sich nicht mehr gemeldet haben. Ah, etwas mit R. Nicht Rappels, sondern... Ah, wie heißt das schon wieder? Etwas mit R und am Schluss Z auch oder so etwas. Und dieses Game, da haben sich einfach die Entwickler aus dem Staub gemacht und die Publisher alleine gelassen. Und jetzt wurde es verwendet. Seit kürzem ist es offline. Oder es wird noch einen Monat laufen und dann wird es abgeschaltet. Finde ich eine große Frechheit, weil ich habe es in der Beta, in der Closed Beta habe ich es nämlich auch gespielt. Aber es war für mich ein Game, das war einfach zu langweilig, dass ich es weitergespielt hätte. Und ja, finde ich eine Freche. Dass sich Entwickler einfach aus dem Staub machen können, ohne dass sie bestraft werden, ist auch eine Freche. Und was ist mit den Fans? Die Fans haben so sich Mühe gegeben und haben so viele Items gekauft, damit sie den Entwicklern helfen können. Und dann werden sie einfach verlassen, also ja, in den Stich gelassen. Jetzt hoffe ich, dass sie Geld zurückbekommen, sonst sind wir am Arsch. Weil es gibt wirklich Spieler, die geben tausende Euro für solche Games aus, damit sie eben den Entwicklern helfen können oder damit sie ihr Verlangen befriedigen können, sozusagen. Hier in Champions of Regnum ist es genauso. Es gibt 4 Leute ungefähr bei Ignis und 4 bei Alcyos und 4 bei Syrtis, wo wirklich jeden Tag Items aus dem Shop kaufen, damit sie die Besten sind. Damit sie immer genug Booster haben für Magic Find und so. Also Item-Sammel-Boosts. Und die Leute, die helfen den Entwicklern. Oder eben die Leute, die halt jeden Tag online sind oder Bugfixes melden, Bugs melden zum Fixen und so. Die helfen Leuten. Oder zum Beispiel YouTuber, wie ich. Aber manche YouTuber sind wirklich manchmal richtig kindisch oder machen überhaupt gar nichts. Nur um sich selbst zu befriedigen, tun sie die Videos, den Entwicklern helfen sie damit nicht. Das finde ich auch ein bisschen schade. Irgendwo habe ich doch einen. Ja, da ist der Jäger in der Nähe. Ich hau ab. Irgendwo habe ich ein Spell gehört. Da wird wahrscheinlich ein Jäger irgendwo sich unsichtbar gemacht haben. Ich hau jetzt einfach ab. Vielleicht hat er keine Lust, mich nachzujagen. Aber getötet werden will ich jetzt eine Zeit lang nicht. Ich habe genug von heute, gestern Abend was. Heute Morgen war ich ganze Zeit an der Front und habe überlebt, weil ich einfach vorsichtig war und ja, mindestens einen guten Bashi hinter mir hatte. Da war wirklich viel Glück dabei. Ich war wirklich manchmal mit 100 HP noch bei der Mauer und habe sie verteidigt. Und seitdem, ja, bin ich halt wieder ein bisschen weniger hilfreich geworden. Aber es geht mir eher darum, dass einfach die Leute halt auch nicht schlecht über mich denken. Aber so wie ein Bashi heute Morgen geflucht hat, hat es schon ein bisschen... Ja, die anderen Leute ein bisschen
Ding gemacht, weil die meisten Leute meinen, wenn jetzt jemand flucht, dass es stimmt. Und dann hat man ein schlechtes Ding, Omen, gegenüber den anderen, oder? Aber ich finde es toll, dass die Eisen mich manchmal wirklich in Frieden lassen. Wenn sie sehen, dass ich keine Chance habe und ich halt abhaue, dann lassen sie mich in Frieden. Das bekomme ich von Zürten nicht. Aber es wäre gut, wenn ihr wirklich fair seid. Wenn ihr wirklich fair gegenüber allen kämpft. Dass ihr auch nicht immer stand oder so. Und wenn ihr jemand entwischen lässt, das ist gut. Ihr müsst ihn ja nicht besiegen. Ihr bekommt die Königreichspunkte trotzdem von einem anderen dann über. Das rächt sich ja dann auch. Hoffentlich. Aber jeder ist dafür verantwortlich, wenn er spielt, Rechnung spielt, dass es den anderen auch gut geht. Egal, ob es die Feinde sind oder den Mitspielen. Spielt am besten so fair wie möglich Rechnung. Das ist das Beste und das kann ich nur empfehlen. Das kommt zu euch zurück, dann sind die Icken und die Syrten, wenn ihr also seid, auch friedlicher. Aber wenn jeder unfair spielt, spielt der andere dann auch unfair. Das kommt auf euch alles zurück. Und das empfehle ich nicht, oder? Es ist am besten, einfach so fair wie möglich zu spielen und denen halt etwas auszuwischen, die wirklich unfair spielen. Ihr könnt von mir aus eine Liste machen, wo die unfairen Spieler sind und wo die fairen Spieler sind. Und dann könnt ihr in der Liste schauen, ah, dieses Spiel ist fair, also den greife ich nicht unfair an. Und dieses Spiel ist unfair, der greife ich auch unfair an. Aber eben, es sollte halt einfach ein... Ja, Regnum sollte einfach Spaß machen uns noch. Wenn die Entwickler schon keinen Spaß bringen, sollte es untereinander Spaß machen. Und das macht es halt wenig. Wow, es gibt mal wieder Items. Wow, mit viel Crit-Chance. Toll. Der Bogen kann ich auch verschenken. Der hat 25 plus 18, also 35 und 3, 38. Mal kurz. 35 plus 8. 43, ja. Jetzt ist... Bin ein bisschen konzentriert, tut mir leid. Also 43 Crit-Chance, das ist extrem hoch. Also wenn ihr den haben wollt, ich verschenke ihn an den ersten, der mir einen Satz irgendwo schreibt. Ich hätte gerne den Bogen. Müsst ihr nur schreiben. Und an den verschenke ich ihn dann, wenn ihr Gesandter und auf Valhalla seid. Weil Eisen und Zürten kann ich nicht schenken. Aber er ist wahrscheinlich auch nicht so begehrt. Also, aber wenn ihr wollt, den Bogen wollt, er ist für Bogenschützen, also Jäger oder Schütze. Mittelangriffsgeschwindigkeit, Langbogen, Reichweite 30, also Mittelreichweite, glaube ich. Oder ist 20 klein und 25 mittel. Dann ist das hohe Reichweite für Level 53 mit 43% Crit-Chance. Also richtig, richtig geil. Oder sonst den hier. Die Axt. Der Feuerstab. Alle die hier kann ich verschenken. Und die müssen auch einfach auf mich zukommen, weil sonst muss ich die wegwerfen. Weil erhandeln will ich sie nicht. Also ich tue sie auch nicht. Ich tue sie vielleicht in den Clan-Chat. Aber in den Handelschat werde ich sie nie posten. Weil einfach... Der Handelschat ist für mich tot. Es wird nur noch gespammt dort drin. Es werden tausende Items nacheinander einfach reingeschossen. Und da das Aktionshaus ja auch kaputt ist, also ja, niemand mehr rein etwas tut, ist für mich das Handeln in Champions of Regnum eigentlich tot. Und von mir aus können die Leute handeln und dafür viel schneller vorwärts kommen als ich. Aber ich selber handle nicht mehr. Gut, das ist Nigge. Ich dachte schon, jemand muss mich jetzt wieder angreifen. Oh, Leveler Killer, Leveler Killer. Tja. Hallo? Der schaut nur. Okay. Man kann auch schreiben in General.
Also, finde es immer lustig, dass manche Leute dort rein schreiben, aber es meistens von den anderen Leuten da nicht gesehen wird. Also von mir, ich sehe es manchmal, wenn es blinkt, aber man sieht es halt nicht. Schade, dass man es im Ignis Chat nicht sieht, dass es nicht noch in den Ignis Chat geschrieben wird. Bisschen traurig. Was ist die Robbe? Mit zwei Verbesserungen? Level 47? Ja, ist verbessert. Naja, die werde ich jetzt ja, im Handel verkaufen. Beim Händler. So. Heute kommt vielleicht noch das andere Game. Wie heißt es jetzt schon wieder? Das auch mit den drei Reichen. Ah, wie heißt es jetzt schon wieder? Genau, wie heißt es? Ja, irgendwas mit Area oder so. Vor allem hat es einer empfohlen. Ihr dürft nämlich auch mir Spiele empfehlen. Wenn ihr bessere findet oder einfach Lust habt, dass ich es Let's Playe. Jederzeit dürft ihr das in die Kommentare schreiben, wenn ihr richtig Bock auf das Game habt. Also. Und Dankeschön für die vielen Hilfe an den Fragen. Also eben dieser, der gefragt hat, ob ich das Let's Playen kann, könnte, hat mir dann auch Hilfe angeboten. Das ist wirklich toll von ihm. Dankeschön. Und er heißt, glaube ich, Chimker. Also ich sage jetzt ihn zum Online-Namen, den Online verwenden, nicht Real-Life-Namen. Tue ich nicht so gerne sagen. Weil manche Leute wollen es auch nicht, dass man sie dann öffentlich mit dem Real-Life-Namen ansagt. Wegen eben Schutz halt. Und das beginnt heute. Also für mich heute, für euch ist es wahrscheinlich gestern oder vorgestern dann gewesen. Und ja, Sonntag. Der Sonntag war's. Ja. Und denne habe ich eigentlich nicht so mehr viel zu erzählen. Ich denke, ich beende jetzt diesen Part. Im nächsten Part habe ich dann wieder ein paar Neuigkeiten und so zum Erzählen oder über das Spiel irgendwas. Jetzt bin ich halt eben am Leveln, dann gibt es nicht so viel zu erzählen von diesem Game. Und wenn es Neuigkeiten gibt über ein Patch oder so, dann erzähle ich es natürlich euch. Also das Let's Play kann auch ein News-Video sein. Aber es gibt nicht viel zu newsen. Und ich habe schon immer geplant, auch ein paar News-Videos zu machen, aber eben weil ich halt eben nicht so viel Zeit habe, noch News-Videos zu machen. Da kann man nicht hoch. Nein. Schade, man glitscht ein bisschen da in der Mitte herum. Ja. Also, wenn ihr Empfehlungen habt, was für Videos ich machen soll, wie und wenn ich mehr Videos machen soll, dann müsst ihr warten, bis ich besseres Internet habe. Dann mache ich wieder mehr als drei Videos pro Tag oder zwei Videos oder ein Video. Und ich kann so viele Videos wie möglich machen. Ich will sowieso den ganzen Tag eigentlich Let's Playen, wenn ich nicht Sport machen müsste und schlafen müsste und essen müsste und sonst irgendwas machen müsste. Ich habe jetzt einfach mehr Kollegen dafür. Darum bin ich auch ein bisschen weg, solange es hochlädt. Aber ja, ich bin so viel wie möglich auf YouTube. Ich mache so viel wie möglich hier auf dem Kanal. Und ja, je erfolgreich ich bin natürlich, desto mehr Motivation habe ich natürlich auch. Aber ich werde niemals so richtig stürmisch oder so sein. Also es gibt ja diese großen YouTuber, die ganze Zeit Werbung machen müssen oder ganze Zeit Videos hochladen müssen oder die Community ignorieren oder so Sachen. Das werde ich niemals machen, weil ich nicht so einer bin. Ich mache immer das, was ich auch will bei anderen YouTubern. Oder? Und deshalb möchte ich einfach das Optimalen, dass es euch gefällt. Ihr dürft sagen, wenn es euch stört. Ihr dürft auch sagen, wenn es euch gefällt. Und zusammen sind wir eine Community.
zusammen sind wir Kumpels und eben Sachen, die ihr nicht traut, dürft ihr natürlich auch per PN schicken, also per private Nachricht bei YouTube oder bei Skype oder hier online in Game oder bei einem anderen Game und so weiter. Also Dankeschön fürs Schauen, bis zum nächsten Part, euer Drago Basler. Tschüss!